Dankeschön für diese Einleitung. Ich kann mich dem nur anschließen. Erstens, dem Wunsch, dass wir uns hier alle sehen können, ist immer sehr schön und erfreulich, auch Gesichter vor sich zu haben. Sonst sind es nur schwarze Kästchen und dann fehlt der Kontakt, die Interaktion. Gerade in heutiger Zeit ist sie so wichtig geworden. Und das Zweite auch, dem Wunsch, dass wir, so Gott will, diese Zeit möglichst schnell, möglichst schadlos überstehen, dass alle Kranken geheilt werden mögen und niemand weiter sich ansteckt, dass diese ganze Situation sich schnell, bald und gut bessern möge. Jetzt wollen wir aber einsteigen. Wir haben eigentlich ein erfreuliches Thema heute. Wir haben trotzdem Pesach vor der Tür. Manchmal macht das ein bisschen anderen Stress von anderer Seite, aber das wollen wir nicht haben. Und wir werden versuchen jetzt in einer Trilogie die nächsten 3 Wochen uns auf den Sederabend vorzubereiten. Wir haben ja sehr viele Vorbereitungen auf Pesach. Wir kennen das. Es wird geputzt, es wird nach Hametz gesucht. Manche nutzen das gleichzeitig auch für den großen Frühlingsputz, krempeln das Haus um. Und am Ende kommt man dann zum Sederabend. Und oft kommt es so, dass man am Sederabend ziemlich müde ist und schon gar nicht mehr so recht mitkriegt, worum geht es eigentlich am Sederabend selber. Und das sollte eigentlich der Höhepunkt sein und wo alles sich summiert. Im Ausland, außerhalb Israels, ist es ja so, dass man 2 Sederabende hat. Da gibt es immer noch die Möglichkeit, eine Wiederholung zu erleben und in aller Ruhe das nochmal genießen zu dürfen. Aber wir wollen schon auf den ersten Sederabend richtig bereit, vorbereitet zukommen und verstehen, was ist eigentlich da los. Denn das ist ein Abend, der läuft irgendwie sehr anders ab als sonst. Und zwar ist es ein Abend, auf den man sich auch vorbereiten muss. Jeder, der mal ein Seder bei sich halten musste, der weiß, da muss man sich gut vorbereiten. Das sind nicht die normalen Abläufe. Das sind Dinge ganz verschieden. Und das ist nicht ganz einfach, auch diesen Seder zu führen. Bei mir war das so, dass ich zum ersten Mal den Seder geführt habe, da war ich direkt vor einer Gemeinde. Da war ich schon Gemeinderabbiner in Aachen. Davor habe ich für mich selber noch nie einen Seder führen müssen. Und das war schon ein interessantes Erlebnis, das direkt mit 150 Leuten zu teilen, das Erlebnis zum ersten Mal den Sederabend zu führen. Hat Gott sei Dank gut geklappt. Aber es ist sehr hilfreich, auch zu verstehen, worum es da geht. Und vielleicht mit einer kleinen Anekdote beginnen, die ist ein bisschen schwarz. Muss ich schon vorweg nehmen, also bitte nicht persönlich nehmen. Die Geschichte ist eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Da war mal ein Paar frisch verheiratet und der junge Bräutigam, der hat auch, als es auf Pesach zuging, keine Ahnung, wie man Pesach feiert, wie man sich vorbereitet, wie man Sederabend macht und bat seine Frau darum, geh doch bitte zu den Nachbarn und finde raus, wie ein Pesachfest vorbereitet wird und wie man den Sederabend richtig vorbereitet. Die Frau, die junge Frau, geht hin und versucht das rauszufinden, möglichst diskret. Kann nicht einfach sagen, wir haben keine Ahnung. Also guckt sie durchs Fenster rein bei den Nachbarn. Und als sie da reinguckt, wird sie kreidebleich, denn was sieht sie? Der Nachbarsmann, der schlägt seine Frau so richtig starke Schläge und die Frau weint. Und sie ist ganz erschrocken. Sie geht zurück nach Hause und spricht kein Wort, kommt kreidebleich rein in die Wohnung. Und der Mann sagt, und, was hast du rausgefunden? Wie sollen wir uns auf Pesach vorbereiten? Was machen die Nachbarn? Sie schweigt, sie sagt kein Wort. Sie möchte nicht darüber berichten, was sie gesehen hat. Der Mann fragt wieder, was ist los? Warum erzählst du nicht, was du gesehen hast? Erzähl doch, wir wollen uns auf Pesach vorbereiten. Aber die Frau schweigt sich aus und will kein Wort sagen. Nachdem er 3-4 Mal gefragt hat, beginnt er sich so aufzuregen, dass er ihr schließlich auch Schläge gibt. Und als sie so die Schläge kriegt, beginnt sie zu weinen und sagt, mein lieber Mann, wenn du schon weißt, wie unsere Nachbarn sich auf den Pesach vorbereiten, warum hast du mich dann zuerst hingeschickt, um das rauszufinden?
Wie gesagt, das ist eine schwarze Geschichte. Natürlich soll das niemandem widerfahren, in keiner Weise. Und wir wollen uns ganz anders aufs Pesachfest vorbereiten. Es soll ein friedliches, freudiges Fest sein. Es soll die häusliche innere Ruhe auch wiedergeben. Gerade in heutiger Zeit, wo wir so sehr in unsere vier Wände und in die Familie gebunden sind, ist es ganz wichtig, aufeinander zuzugehen, viel mehr Ruhe zu bewahren, uns zuzuhören und die Zeit miteinander zu erleben, darin auch eine Gelegenheit zu erfahren. Und so soll auch das Pesachfest in guter Vorbereitung stattfinden. Es ist aber wirklich ein bisschen undurchsichtig, wie dieser Sederabend abgeht. Und da gibt es noch eine weitere Geschichte, die das sehr schön belegt. Und zwar gab es mal zwei sogenannte Schnorrer, zwei Bettler, die haben sich verdingt damit, dass sie Geld gesammelt haben. Und der eine von denen, die waren gut befreundet. Und der eine von denen war jüdisch und der andere nicht. Da sagte der Jüdische zum nichtjüdischen Schnorrer, du weißt, es gibt bei uns einen Tag, einen Abend, da wird man von allen eingeladen und man wird so richtig satt. Das ist ein Abend, an dem wir das Wort Hunger vergessen. Und das ist der Sederabend. Der nichtjüdische Freund wird sehr hellhörig und sagt, ja, wie funktioniert das? Was macht man da? Wie kommt man dahin? Und sagt sein Freund, weißt du, es ist ganz einfach. Man geht in die Synagoge, betet mit den Leuten mit und dann wird man eingeladen und es ist ein wunderbares Erlebnis. Da solltest du unbedingt mal mitmachen. Sagt der nichtjüdische Freund, aber ich weiß gar nicht, was man da tun soll, wie man sich verhält. Sagt der Freund, kein Problem, komm mit mir mit, kleide dich so wie ich. Wir gehen zusammen in die Synagoge und du wirst sehen, es wird sich lohnen. Also gehen die beiden in die Synagoge, beten mit der Gemeinde zusammen. Der nichtjüdische Schnorrer hat keine Ahnung, wie man das macht, aber er ahmt einfach seinen jüdischen Freund nach und macht mit. Und tatsächlich am Ende des Gebetes, als da die Leute aus der Synagoge strömen, werden auch alle, die dort stehen und kein eigenes Zuhause haben, um Seder zu feiern, werden eingeladen. So auch unsere zwei Freunde in zwei verschiedene Häuser. Am nächsten Tag treffen sich die beiden wieder und der nichtjüdische Schnorr ist fuchsteufelswild. Der Jüdische fragt ihn, was ist los, warum bist du so wütend? Sagt er, du hast mich angeschwindelt, was bist du nur für ein Freund? Das gibt's doch nicht, das geht doch gar nicht. Ich dachte, wir wären Freunde. Wie kannst du mir das antun? Sagt er, ich verstehe nicht, was du meinst. Ich habe einen wunderbaren Abend erlebt. Ich habe wunderbar gegessen. Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Dann sagt er, was? Das verstehe ich nicht. Zuerst, die Familie, die mich eingeladen hat, die hat mir einen ganz netten Eindruck gemacht. Und ich dachte, oh, das wird bestimmt so werden, wie du es geschildert hast. Und wir haben uns hingesetzt, jeder hat einen Platz gekriegt, wunderbares Gedeck, schöne Tafel. Ich habe mich schon gefreut, dass jetzt richtig eine wunderbare Mahlzeit gebracht wird. Und wir haben begonnen mit einem Glas Wein. Da habe ich gedacht, oh, das ist gut. Damit kann man einen guten Magen aufwärmen. Das Glas Wein passt immer. Haben uns hingesetzt, sogar angelehnt und das Glas Wein getrunken. Als nächstes wird man aufgefordert, die Hände zu waschen. Klar, kann ich verstehen, muss reine Hände haben fürs Essen. Aber dann haben sie ein mickriges Gemüse gebracht, ein bisschen Sellerie, ein bisschen Radieschen. Hat überhaupt nicht geschmeckt, nur ein ganz kleines Stück. Und als wir das gegessen haben, haben sie, statt mit Mahlzeit weiterzumachen, haben sie begonnen, zuerst einmal ein paar Cracker aufgetragen. Und einer der Cracker haben sie genommen und entzweigeteilt, das eine weggesteckt, das andere wieder zurückgelegt. Und wir haben die nur angestarrt. Dann haben sie noch bedeckt und haben begonnen zu erzählen. Und sie haben gesprochen und erzählt. Ich habe nichts davon verstanden, alles auf Hebräisch. Und viel gesungen miteinander. Und das Ganze hat sich gezogen und gezogen. Mein Magen hat schon richtig geknurrt. Ich dachte, wann kommt endlich das Essen? Was ist hier los? Du hast mir doch versprochen, dass es Essen gibt heute Abend. Und die sitzen eine Stunde, eineinhalb Stunden und es passiert überhaupt nichts. Schließlich geht's weiter. Endlich noch ein Glas Wein. Ich denke, okay, jetzt geht's aber richtig los. Dann stehen wir nochmal auf, nochmal Hände waschen. Gut, gehe ich nochmal Hände waschen. Nachdem wir nochmal Hände gewaschen haben, beginnen wir zu essen. Aber was essen wir? Nur diese Cracker. Wir haben diese Cracker gegessen
noch ein bisschen ist mir schon im Hals stecken geblieben. Die waren so trocken. Und als wir endlich fertig waren mit dem Cracker-Essen, wird was Neues reingebracht. Aber was war das? Das war rein, das war Meerrettich, das war scharf. Ich habe das zuerst nicht erkannt. Ich habe natürlich gleich einen ganzen Löffel genommen. Ich hatte so viel Hunger, habe das in den Mund gesteckt. Das hat gebrannt, das hat sowas von gebrannt. Da hatte ich einfach genug. Ich bin rausgerannt, ich konnte schon nicht mehr. Und das war mein Abend gestern. Dann sagt der andere Schnorrer zu ihm, tja, du hättest noch 5 Minuten Geduld haben müssen und du hättest ein wunderbares Essen erlebt. Schade. Hast du verpasst? Vielleicht beim nächsten Mal. Wir haben einen irrsinnig langen Abend gespickt voll mit verschiedenen Dingen, die völlig seltsam anmuten. Und wenn wir nicht verstehen, worum es geht am Sederabend, dann werden wir auch nicht wirklich das Erlebnis, das wir daraus nehmen sollen, was unsere Weisen wollten, wie wir den Sederabend erleben sollen, werden wir nicht mit uns nehmen können. Und deswegen ist es von Bedeutung zu verstehen, worum geht es eigentlich am Sederabend. Ich habe hier nur auf Hebräisch, aber wir werden auch alles erklären, etwas, was uns durch den Sederabend führt. Bei uns ist es immer Brauch, und ich denke in vielen Häusern, das Kadesh Ochatz, das uns durch den Sederabend begleitet, auch immer zu singen. Das sind die einzelnen Stationen, die uns durch den Sederabend führen. Und jede Station hier hat etwas Spezielles an sich. Überhaupt, am Anfang des Abends, das kennen viele hier, da singen die Kinder zuerst mal das Manishtana. Manishtana, Laila Seh, wie unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen Nächten? Und man kann sagen, einer der großen Unterschiede ist, dass wir Seder haben. Seder heißt auf Deutsch Ordnung. Einmal im Jahr haben wir Ordnung und schon fragen wir, was ist anders heute? Da ist ein Unterschied, wenn man eine Ordnung hat und den Abend nach einer bestimmten Ordnung verläuft. Und diese Ordnung ist eben das Kadesh Ochatz, das wir vor uns sehen. Können Sie sehen? Ein Kopfnicken würde mir zeigen, dass Sie sehen. Wunderbar, sehr gut. Und das ist das Kadesh Ochatz. Die einzelnen Stationen, die uns durch diesen Sederabend führen. Jetzt. Das ist vielen hier bekannt. Und wir sehen hier auch in dieser Ordnung die Verschiedenheiten von dem, was wir uns sonst gewohnt sind. Und ich möchte vorwegnehmen, dass es uns an diesem Abend, am Sederabend, vor allem um 2 Dinge ganz besonders geht. Die eine Sache ist, wir wollen die Kinder mitnehmen. Wir wollen die Kinder durch alle möglichen Wege dazu bringen, neugierig zu werden, Fragen zu stellen, sich zu beteiligen und zu verstehen, dass hier irgendetwas anders ist als sonst. Denn wenn alles so abläuft wie immer, dann werden sie auch keine Frage dazu stellen, werden keine Neugier haben und dementsprechend wird auch dieses Erlebnis vom Sederabend sie nicht erreichen können. Und das ist eine ganz große Bemühung, die uns hier durch den Abend begleitet. Das zeigt sich ganz offensichtlich am Manishtana, dass die Kinder immer schön brav singen, und wo sie deutlich machen, dass Dinge anders sind und sie studieren das ein und sie verstehen, dass es 4 Fragen gibt, die gestellt werden sollen. Die 4 Fragen sind übrigens fabriziert, denn eigentlich könnten sie die Frage noch gar nicht wissen. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass der ganze Abend darauf ausgerichtet ist, dass die Kinder Fragen stellen sollen, dass die Kinder dazu erweckt werden sollen, zu verstehen, hier läuft etwas ganz anders. Und sie sollen angeregt werden, auch diese Fragen zu stellen und zu erörtern. Das ist das eine. Der eine Punkt, das eine Prinzip von diesem Abend. Das andere Prinzip, das uns durch diesen Abend begleitet, ist, oder ich frage, worum geht es eigentlich am Sederabend und am Pessachfest? Was denken Sie? Um an den Auszug aus Ägypten zu denken.
Ja, um an den Auszug aus Ägypten zu denken. Sind alle damit einverstanden? Um ihn nachzuerleben? Wer hat das gesagt? Eine nicht sichtbare Franziska Tellner. Ich bin ganz anonym. Richtig. Das sind zwei Aussagen, die hören sich ganz ähnlich an, aber es ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Was wir das ganze Jahr über machen, wir haben eine Mitzwa in der Tora, dass wir jeden Tag an den Auszug aus Ägypten denken sollen. Nach manchen Meinungen sogar zweimal. Das erfüllen wir mit dem Schma am Morgen und am Abend. Wir erinnern an den Auszug aus Ägypten. Wir sollen uns an diesen Tag erinnern. Das ist nicht nur am Pesach, das ist jeden Tag so. An diesem Abend, normalerweise ist dann der Unterschied, an dem wir denken, dass wir an diesem Abend nicht nur erinnern, sondern wir erzählen. Aber in Wirklichkeit geht es nicht um Erzählung. Erzählung ist eine Geschichte. Erzählung ist Vergangenheit. Erzählung ist etwas, was irgendwann mal geschehen ist und was wir jetzt so als schöne Geschichte zu Genuss führen. Gute Nachtgeschichte. Aber das ist nicht der Auszug aus Ägypten. Ein wesentlicher Satz im Sederabend ist Chayav Adam lirot et atzmo oder laharot et atzmo keilu hu yatza mimitzrayim. Diesen Satz bringt die Gemara, Rambam bringt ihn auch in der Halacha wieder. Ein Mensch soll sich selber sehen, als ob er jetzt aus Ägypten auszieht oder als ob er aus Ägypten ausgezogen wäre. Nicht unsere Vorfahren vor 3.500 Jahren, sondern du, ich, wir, die an diesem Tisch sitzen, wir alle sind aus Ägypten ausgezogen. Wir erleben es jetzt, wie es ist, aus der Knechtschaft in die Freiheit zu ziehen. Und es geht um das Erlebnis. Das Erlebnis ist ein ganz wesentlicher Effekt von diesem Abend. Und da investieren wir auch. Und da machen wir viele Dinge, die mit diesem Element zu tun haben. Das sind die beiden Elemente, die uns durch den Abend begleiten und die uns ganz vieles erklären von dem, was hier sehr sonderbar anmutet auf den ersten Blick. Wollen wir das erörtern anhand der verschiedenen Punkte und Stationen. Zuerst einmal haben wir eigentlich denselben Beginn wie immer. Kadesh, Kadesh ist Kiddush. Kiddush kennen wir, Kiddush machen wir jeden Freitagabend, jeden Yom Tov, zu jedem Feiertag haben wir einen Kiddush, eigentlich ganz normal. Aber schon zeichnet sich ab, dass dieser Abend anders ist als die anderen, denn plötzlich kriegt nicht nur der Familienvater normalerweise, der den Kiddush macht, den Weinbecher in die Hand, sondern alle Anwesenden kriegen einen Weinbecher. Denn das ist der erste von vier Weingläsern, die wir an diesem Abend trinken werden. Und das ist persönlich für jeden das Gebot, diese vier Becher, diese vier Gläser zu sich zu nehmen. Und deswegen kriegen alle Wein. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied zu dem normalen Kiddush. Ein kleiner, das ist zum Aufwärmen. Aber dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt, Ochatz. Ochatz sehen wir im Bild, das ist Händewaschen. Könnte man denken, ja gut, Händewaschen gehört bei uns auch zum normalen Prozedere. Man macht Kiddush, steht auf, geht Händewaschen. Aber hier zeichnen sich Unterschiede ab, wiederum. Ein Unterschied gibt es in vielen Häusern, bei uns war das auch der Fall, dass nur derjenige, der den Seder leitet, er wäscht sich die Hände, die anwesenden anderen nicht. Es gibt viele Orts, wo alle sich die Hände waschen, trotzdem ist ein wesentlicher Unterschied, denn man spricht dieses Mal keine Bracha, kein Segensspruch über das Händewaschen, anders als üblich. Normalerweise waschen wir die Hände und sagen darüber den Segensspruch Al Netilat Yadayim, hier nicht. Warum? Weil direkt darauf Karpas folgt. Normalerweise werden wir jetzt die Chalot, die Brote nehmen, darüber den Segen sprechen und sie anbrechen und die Mahlzeit beginnen. Und darüber, über dieses Händewaschen, sagen wir den Segen, die Bracha vom Händewaschen. Aber dieses Mal nicht. Diesmal essen wir stattdessen Karpas. Karpas sind nicht Brote, Karpas sind nicht die Matzot, Karpas sind eben nur dieses kleine Gemüse, das wir vorhin in der Geschichte angetroffen haben. Das ist irgendein Gemüse, ist übrigens in der Gemara und im Rambam gibt es viele Optionen, ist nicht so ganz festgelegt. Manche nehmen Kartoffeln, manche nehmen Sellerie, manche Radieschen. Manche nehmen Petersilie und es ist alles in Ordnung. Und es ist nur wenig davon.
man soll weniger als ein Gesaid davon essen, also wirklich nur einen kleinen Happen nach den meisten Meinungen. So führen auch die meisten nach der Halacha. Warum? Warum nehmen wir Karpas? Hat jemand hier eine gute Erklärung, warum wir Karpas essen? Seltsames Ding hier. Was hat das hier zu suchen? Die Antwort darauf, genau das ist die Antwort. Warum? Warum tun wir das? So schreibt Rambam, warum gibt es Karpas? Damit die Kinder fragen, warum? Was soll das? Was soll das, dass wir jetzt nicht die Mahlzeit beginnen? Was soll das, dass wir jetzt nicht direkt mit den Chalot oder mit den Matzot beginnen? Was ist das, dass wir Hände waschen ohne Bracha und dann ein kleines Gemüse essen und danach geht es nicht mit der Mahlzeit weiter? Was ist hier los? Das ist ein Teil davon, um die Neugier der Kinder zu erwecken. Es ist noch zusätzlich zu erwähnen, dass in früheren Zeiten haben reiche Leute zuerst einmal, bevor sie, das ist auch in der Gemara erwähnt, bevor sie die Souda, die Mahlzeit begonnen haben, haben sie zuerst mal ein kleines Aperitif zu sich genommen, etwas, um den Appetit anzuregen und erst danach die Mahlzeit begonnen. Und das erinnert auch daran. Das heißt, heute Abend verhalten wir uns wie reiche Leute, wie freie Leute. Wir trinken auch 4 Gläser Wein. Das macht keiner, der mitten in einer Aufgabe steckt oder arbeiten gehen muss oder versklavt ist. All diese Dinge können nur die Leute tun, die wirklich frei sind. Also auch ein Zeichen der Freiheit, um zu erleben, wie es ist, die Freiheit zu haben. Aber auch ein Fragezeichen für die Kinder, welches sie dazu ermuntern soll, Fragen zu stellen. Als Kinder sollen hier auch wirklich Möglichkeit haben, warum ist das so? Und dann kann man sagen, genau damit du die Frage stellst, denn heute ist eben alles anders. Denn heute wollen wir unsere ganzen Sinne darauf ausrichten, dass die Geschichte sich am heutigen Abend geändert hat und immer wieder ändert. Wir kommen zum nächsten Punkt, das ist Yachatz. Wir nehmen die Matzah und teilen sie in zwei. Ich mache ein bisschen größer, damit Sie die Bilder auch gut sehen können. Na, jetzt sieht man hoffentlich etwas besser. Beim Yachatz nimmt man die Matzot und nimmt, bei uns ist es die mittlere Matzah und bricht sie in zwei. Hier da, die eine Hälfte, die wird die Kinder besonders interessieren, denn das wird der Afikoman. Das wird die Hälfte sein, die dann im Verlauf des Abends verschwindet und die Kinder haben die Aufgabe, die zu suchen. In manchen Häusern ist es der Vater, der die sucht. Auf jeden Fall verspricht das den Kindern, ein Geschenk zu kriegen, irgendetwas, was sie dann erhalten. Und das ist natürlich besondere Aufmerksamkeit. Aber eigentlich mehr Aufmerksamkeit sollte erfordern die Frage, wie kommen wir dazu, die Matzah zu zerbrechen? Normalerweise achten wir sehr darauf, zu Beginn der Mahlzeit 2 schöne volle Matzot, Chalot zu haben. Die Brote sollen unversehrt sein, damit die Bracha, der Segen, über unversehrte Brote gesprochen werden kann. Und hier nehmen wir genau dieses Brot und teilen es. Laut Ramba Maimonides hat man sogar nur 2 Matzot und die eine davon wird geteilt. Wir führen anders, wir haben 3 Matzot. Der halachische Grund dafür ist, damit, wenn wir die eine teilen, immer noch 2 ganze da sind, um an die 2 Brote, die wir sonst bei der Mahlzeit haben, zu erinnern. Wie an jedem Schabbat und Feiertag wollen wir auch hier noch 2 ganze Brote haben. Aber Rambam sagt anders. Und ein Teil der Jemeniten verhalten sich auch so und haben nur 2 Matzot und die eine wird geteilt. Das soll uns daran erinnern, wie wir in Ägypten schon den Matzah gegessen haben. Das war nämlich auch das Armenbrot. Halach Ma'anya. Das ist das Brot, das wir in der Armut in Ägypten gegessen haben. Denn auch da hatten wir keine Zeit, schöne Brote herzustellen. Da hatten wir keine Zeit, zum Bäcker zu gehen und die besten Brötchen zu bestellen, sondern es musste alles schnell gehen und es hat auch nicht gereicht. Wir mussten das Brot einteilen, die Hälfte jetzt, die andere Hälfte später oder morgen. Und daran erinnern wir uns mit dem Yachatz. Also auch hier
wiederum etwas, das ganz anders ist als üblich, etwas, das uns direkt mit den Sinnen erleben lässt, wie es ist, in Armut zu leben und nicht die Brote so genießen zu können wie immer. Und wir legen sie auch zur Seite, nachdem wir Jachatz gehabt haben, die Brote geteilt haben, bedecken wir sie. Denn nun kommen wir zum Magid, zu einem Teil, der eben sehr lange dauert. Eigentlich nicht so lange. In den meisten Orten dauert Magid nicht länger als 3/4 Stunde bis 1 Stunde. Nur wo man es sehr ernst nimmt, kann man es noch auslegen und Erklärungen anführen und rundherum auch Spiele machen, was auch sehr schön ist, wenn die, die Teilnehmer auch Interesse daran haben. Aber im Grunde genommen dauert das Magid selber nicht besonders lange. Es ist aber doch etwas ausführlich. Wir werden uns nächste Woche, so Gott will, genauer damit befassen, wie ist dieses Magid aufgestellt, was sind die verschiedenen Teile davon, um zu verstehen, warum die Weisen das so angeordnet haben. Wir wollen aber heute einen Blick darauf werfen, auf die beiden Prinzipien, die wir aufgeworfen haben und sehen, wie sich das in Magid widerspiegelt. Ich gehe zum Magid. Magid beginnt hier, es ist leider alles nur auf Hebräisch. Ich hoffe, Sie können es trotzdem mitverfolgen. Ich werde aber alles erklären. Magid beginnt im Grunde genommen mit den Manishtana, mit den 4 Fragen, mit denen die Kinder gleich mal im Mittelpunkt gestellt werden und klar gemacht wird, wir wollen die Kinder mit dabei haben. Wir wollen, dass die Kinder Fragen stellen. Wenn sie bisher noch nicht auf die Idee gekommen sind, Fragen zu stellen, wenigstens jetzt sollen sie verstehen, dass ihre Fragen gewünscht sind und zentraler Bestandteil am Sederabend. Wenn man dazu das noch halachisch anmerken darf, es gibt 2 Mitzvot, die wir an diesem Abend erfüllen, welche in der Tora geschrieben stehen, die wir so von der Tora aus erfüllen. Alle anderen Dinge, die wir machen, sind entweder von den Weisen angeordnet, in Erinnerung an ein Gebot, das in der Tora geschrieben steht, oder es ist Brauchssache. Aber nur 2 Gebote, die direkt auf die Tora basieren und heute noch so erfüllt werden. Das eine ist, die Matzah zu essen und das andere über den Auszug aus Ägypten zu erzählen. Und sagt der Rosh, Rabbeinu Asher, dass wir die Mitzvah, dieses 2. Gebot, über den Auszug aus Ägypten zu erzählen, erst dann wirklich erfüllen, wenn jemand davor fragt. Wenn die Kinder fragen, und deswegen ist es auch die Halacha, wenn es keine Kinder gibt, soll jemand anders fragen, soll der eine den anderen fragen. So beschreibt Rambam. Man soll auf jeden Fall die Fragen stellen und es sollte eigentlich nicht nur technisch sein, sollte nicht nur aufgesetzt sein, weil es jetzt in der Haggadah geschrieben steht, sondern es sollen wirkliche Fragen gestellt werden. Die Kinder sollen wirklich aus Neugier dazu gebracht werden und ermuntert werden, ihre Fragen anzubringen. Natürlich wird man nicht stundenlang sich mit den Fragen befassen können. Auch das kann durchaus vorkommen. Da muss man halt vielleicht einen Teil der Fragen auf das Essen aufschieben, wenn es den anderen Teilnehmern zu lange wird. Aber es ist sehr gut und sehr positiv, wenn die Kinder Fragen stellen. Also hier die 4 Fragen, die von Ihnen gestellt werden. Aber eigentlich sind es viel mehr, denn es sind so viele Unterschiede an diesem Abend, dass Sie noch viel mehr Fragen von Natur aus stellen können. Direkt nach den Fragen geben wir zuerst mal eine Antwort. Warum ist heute alles anders? Zuerst einmal sollst du einfach eine Sache wissen. Wir waren versklavt in Ägypten und wir sind aus Ägypten von Gott herausgeführt worden. Und dass das geschehen ist, hat für uns heute immer noch eine große Auswirkung. Denn hätte Gott das nicht gemacht, die Geschichte wäre ganz anders verlaufen. Wir wären immer noch wenigstens mental versklavt gewesen und in einer alten Weltordnung verhaftet geblieben, die, aus der uns Gott dort herausgeführt hat. Das ist mal eine pauschale Antwort. Aber damit geben wir uns nicht zufrieden, denn wir wollen ja das erleben, nicht nur daran erinnern, dass es passiert ist. Und deswegen beginnen wir gleich mal mit einer Geschichte. Diese Geschichte, die ist etwas sonderbar, denn eigentlich wollen wir über den Auszug erzählen und stattdessen bringen wir eine Geschichte, wie andere über den Auszug erzählt haben. Maase, es waren Rabbi Eliezer, Rabbi Joshua, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva und Rabbi Tarfon. 5 Gelehrte, die vor knapp 2000 Jahren gelebt haben, kurz vor der Zerstörung des 2. Tempels. Und die haben zusammen Pesach gefeiert, so wird hier erzählt, in Bnei Brak. Und sie haben sich erzählt, die ganze Nacht über, bis ihre Schüler am Morgen zu ihnen gekommen sind und gesagt haben, unsere Lehrer, unsere Meister,
Inzwischen ist bereits die Zeit gekommen, das Schma des Morgens zu lesen. Also der Tag hat bereits ist angebrochen und ihr könnt jetzt mit dem Sederabend eigentlich aufhören. Warum erzählen wir diese Geschichte? Einerseits ist hier natürlich immer der erste Gedanke, ja, wir wollen zeigen, dass es gut ist, den ganzen Abend darüber zu reden und es gibt keine Uhrzeit, wir sind frei, wir müssen nicht eine bestimmte Zeit einhalten und uns irgendwo wieder einfinden, sondern auch wenn es bis zum Morgen geht, haben wir die Zeit. So wie unsere Gelehrten und die sich vertieft haben und gelernt haben. Aber es gibt noch eine andere Erklärung, die uns an einen ganz anderen Ort holt. Wir sind hier in einer interessanten Zeit. Zuerst mal die Geschichte zwischen den Zeilen lässt uns erkennen, dass die fünf Gelehrten selber nicht erkennen konnten, dass draußen der Tag begonnen hat. Das heißt, sie haben sich an einem Ort befunden, an dem es keine Fenster gab. Vielleicht einen Keller. Zweitens können wir erkennen, dass die Schüler nicht mit ihren Lehrern zusammen Pesach gefeiert haben. Wie es aussieht, nicht mal die Familien, sondern diese fünf Lehrer, die waren nur unter sich. Drittens fehlt hier noch einer, denn das sind die größten Gelehrten der damaligen Zeit gewesen, die weitaus bekanntesten, aber einer dieser Zeit fehlt hier und das ist Rabban Gamliel. Rabban Gamliel gehört zu dieser Gruppe der Gelehrten und er war eigentlich ihr Kopf, denn er war der Anführer, war der Fürst. Er war der Vorsitzende des obersten Gerichtshofes des Sanhedrin und der großen Yeshiva, von der aus die Torah Verbreitung fand, nach der Zerstörung des Zweiten Tempels. Warum ist er nicht dabei gewesen? Wenn wir all diese Fragen zusammennehmen und dabei noch ein Augenmerk darauf richten, wo sich die Lehrer eingefunden haben, sie waren in Bnei Brak. Bnei Brak ist der Ort, wo Rabbi Akiva gelebt hat. Warum sind sie ausgerechnet zu Rabbi Akiva gegangen, der Jüngere unter ihnen war? Dann können wir das eins zu eins zusammenzählen und uns überlegen, in welcher Zeit haben sie damals gelebt? In der Zeit der Zerstörung des Zweiten Tempels und die Folgezeit, die hat enorme Unterdrückung für das jüdische Volk gebracht. Das jüdische Volk litt unter Repressalien, denn die Römer waren durch den großen Aufstand, der Tempelzerstörung voranging, sehr erzürnt über die Hartnäckigkeit des jüdischen Volkes. Und darüber hinaus auch danach, dass sie nicht losließen, dass sie weiter sich wehrten und so weiter, bis es schließlich zum Bar Kochba-Aufstand kam. Bar Kochba-Aufstand, einige Jahrzehnte nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, wurde von wem ganz besonders unterstützt? Wer war laut dem Talmud der Waffenträger von Bar Kochba, diesem Revolutionsanführer, der erfolgreich gegen diese Weltmacht mit einem Häufchen Untertanen eine Revolution über 2 Jahre lang aufrechterhielt? Der Waffenträger war niemand anders als Rabbi Akiva. Also können wir eins zu eins zusammenzählen und darin erkennen, dass in dieser Sedernacht die fünf Gelehrten nicht nur zusammensaßen, um an vergangene Zeiten zu erinnern und darin zu schwelgen, sondern sich jetzt und gerade heute Gedanken gemacht haben, wie können wir heute wieder in die Freiheit kommen? Wie können wir aus unserer Sklaverei rauskommen? Wie können wir uns gegen die römische Unterdrückung wehren und unser Volk befreien? Deswegen mussten sie in den Keller gehen, damit es nicht auffiel. Deswegen durften die Schüler nicht daran teilhaben, weil das war eine Art Verschwörung. Deswegen durfte der Fürst nicht teilnehmen, Rabban Gamliel, denn der stand den Römern nahe, musste sich mit ihnen arrangieren und stand unter Beobachtung. Und das zeigt uns, in dieser Geschichte, dass wir den Auszug aus Ägypten in jede Generation und jede Epoche reinnehmen, als eine Aufforderung an uns zu überlegen, wie können wir aus unserer Situation rausgehen in die Freiheit, wie können wir die Dinge, die uns heute noch begrenzen, diese Fesseln sprengen und die Freiheit wieder erlangen, die uns zusteht seit dem Auszug aus Ägypten. Also hier ein weiterer Hintergrund zu diesem Grundsatz, dass wir den Auszug erleben wollen. Es geht weiter mit den 4 Söhnen. Nach den 4 Fragen haben wir die 4 Söhne. Die 4 Söhne sind 4 Archetypen von Kindern, welche Fragen stellen. Und sie sollen auch Fragen stellen, aber sie stellen ganz unterschiedliche Fragen. Es gibt da den Gelehrten, den Weisen, das weise Kind,
Es gibt den sogenannten den Bösewicht, den Rasha. Es gibt den Tam, der oft als Einfältiger übersetzt wird. Und Scheinoyo, der Lishol, derjenige, der keine Fragen stellen kann. Wenn wir ein Augenmerk darauf richten, was antworten wir diesen Söhnen, dann sieht es so aus, als jeder eine andere Antwort kriegt. Zum Beispiel der Weise, der fragt nach den Gesetzen. Da sagen wir ihm, erkläre ihm die Gesetze von Anfang bis zum Afikoman, bis zum Ende des Sederabends, erkläre ihm alle Gesetze. Der Rascha, der Bösewicht, der die Frage stellt, was soll das alles für euch, dem sage, wärst du dort gewesen, wärst du nicht rausgekommen. Deswegen hat Gott es für mich gemacht, als ich aus Ägypten rausgezogen bin. Der Tam, der Einfältige, der nur fragt, was ist das, dem sollen wir sagen, mit starker Hand hat Gott uns aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgeführt. Und Scheinoyo, der die Scholl, der nicht zu fragen versteht, der stellt keine Frage, denn er weiß nicht zu fragen, also müssen wir ihm direkt erzählen. Und was erzählen wir ihm? Deswegen hat Gott mir getan, dass ich aus Ägypten ausgezogen bin. Sind hier vier verschiedene Antworten für vier verschiedene Söhne. Ist das richtig? Nicht ganz. Wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, dass zwei der Söhne dieselbe Antwort gekriegt haben. Zwei der Söhne, den zitieren wir denselben Satz aus der Tora. Bavur seh asa Hashem li bezetim imitzrayim ist die Antwort sowohl für den Bösewicht als auch für denjenigen, der keine Frage stellen kann. Genau dasselbe Zitat. Sagt Rabbiner Hirsch hier, das weist uns darauf hin, dass es eine direkte Querverbindung gibt zwischen demjenigen, der nichts fragt, und dem Bösewicht. Es ist mal einer zum Rabbiner gekommen und hat ihm gesagt, ich bin ein überzeugter Atheist, ich glaube nicht an Gott. Daraufhin schaut ihn der Rabbiner durch die Brille hinweg an und sagt, ah ja, okay, dann sag mal, wie viel Tora hast du in deinem Leben studiert? Sagt der Atheist, ich habe mal Bar Mitzwa gefeiert, habe mal ein Tora-Stück dort vorgelesen, aber eigentlich sonst habe ich nicht wirklich Wissen in der Tora. Aha, und wie sieht es mit dem Talmud aus? Hast du den Talmud gründlich studiert? Talmud habe ich nie aufgemacht, warum sollte ich das aufmachen? Und hast du mal den Rambam studiert oder Shulchan Aruch oder den Kusari? Diese Werke sagen mir überhaupt nichts. Was sind das für Bücher? Daraufhin schaut ihn der Rabbiner wieder sehr testend an und sagt schließlich, mein lieber Mann, Sie sind kein Atheist, Sie sind ganz einfach ein Ignorant. Es gibt einen Unterschied, weswegen jemand so denkt, wie er denkt. Ein Bösewicht ist nicht zum Bösewicht geboren. Ein Bösewicht wird dahin kommen, weil er nie dazu angeregt wurde oder sich nie dahin leiten ließ, die richtigen Fragen zu stellen, neugierig zu werden und sich mit etwas wirklich verbinden zu können. Und das ist genau, worum es am Sederabend geht. Dass aus dem Scheinoyo der Lishol, derjenige, der keine Fragen stellt, weil er keine Fragen stellen kann oder will, dass aus ihm nicht ein Rascha wird, ein Bösewicht, und wir den beiden dieselbe Antwort geben müssen. Wir sollen die Kinder dahin bewegen, dass sie neugierig sind, dass sie Fragen stellen, dass sie sich verbinden mit dem, was sie sehen. Nicht einfach da sitzen, vor sich hingrübeln und sich überlegen, wie bringe ich die Langeweile vorüber, sondern sie mit einbeziehen. Es ist übrigens an vielen, vielen Sederabenden, gerade in Familiensederabenden, ist immer, sehe ich ganz oft, dass sich viele Leute bemühen, die Kinder besonders mit einzubeziehen, sich ganz Besonderes überlegen, Interviews führen, kleine Stücke nachspielen aus dem Auszug aus Ägypten oder die Kinder nachspielen lassen, bestimmte Dinge einwerfen und die Kinder ganz besonders mit einbeziehen, weil das ist wirklich der Fokus an diesem Abend.
Und dann wird aus dem Enoyo der Lishol, der nichts zu fragen versteht, wird ein Chacham, ein Weiser. Denn so sagt Rashi, dass ein Weiser am Ende von Parashat Bo bringt er die vier Kinder und er sagt nicht ein weises Kind, sondern sagt ein Kind, das weise Fragen stellt. Ein weises Kind ist ein Kind, das weise Fragen stellt, das die richtigen Fragen stellt und daraus sich ein Weltbild aufbauen kann, das auf festen Füßen steht, wo es geleitet werden kann, wenn es diese Fragen stellt. Und dazu muss es von Erwachsenen an der Hand genommen werden, um eben diese Fragen auch stellen zu können. Wir sind schon fast am Ende für heute. Ich möchte aber, Moment, mit dem hier mehr oder weniger abschließen. Was folgt auf die vier Söhne? Da kommt ein interessanter Teil, an dem wir zuerst mal wie eine talmudische Abhandlung machen und sagen, vielleicht sollten wir über den Auszug aus Ägypten bei Neumond erzählen, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, Anfang vom Monat Nisan, ist diesen Donnerstag, zwei Wochen vor Pesach. Warum erzählen wir nicht schon da über den Auszug aus Ägypten? Weil das ist eigentlich der Monat der Erlösung, ist schon relevant. Und sagt die Haggadah als Antwort, Ba'avur ze asa shemli. Deswegen, dafür hat Gott uns getan. Und wir sollen darauf zeigen können, und zwar auf die Matzah und Maror, die Dinge, die uns das Erlebnis vermitteln, was es bedeutet, aus Ägypten auszuziehen. Die Matzah und Maror, die uns damals vor 3.500 Jahren begleitet haben, als wir zum allerersten Mal Seder gefeiert haben. Wir waren noch in Ägypten, wir waren noch nicht raus aus Ägypten. Wir waren immer noch dort, wo wir über 200 Jahre in der Sklaverei verbracht haben. Und dort haben wir zum ersten Mal Sederabend gefeiert mit Matzah und mit Maror. Dieselbe Matzah und dasselbe Maror liegen vor uns und sie begleiten uns durch diesen Abend, am selben Abend, an dem das geschehen ist, am Abend des 15. Nisan. Das heißt, hier wieder die Betonung, wir wollen nicht nur erzählen, wir wollen nicht nur erinnern, wir wollen erleben, wie es ist, aus Ägypten auszuziehen und uns mit diesem Moment verbinden können mit allen unseren Sinnen. Abschließend, damit wir das Thema der Neugier noch vertiefen können, nach dem Magid. Ins Magid werden wir uns nächste Woche sogar vertiefen, wie das aufgebaut ist, was dahinter steckt. Danach, endlich kommen wir zum Händewaschen, Rachza und Mozimatza, und wir essen von den Broten, wie an jeder Mahlzeit. Aber hier sind es natürlich nicht normale Brote, sondern die Matzot. Und wir sagen eine spezielle Bracha darüber, anders als bei dem Chalot. Wir haben zwei Segensprüche. Eines über das Brot und eines über die Mitzvah, Matzah zu essen. Und dann wiederum etwas, was anders ist, was auch in den vier Fragen des Manishtana vorkommt, Maror, was wir nicht einfach zu essen beginnen, sondern zuerst mal an die Bitterkeit erinnern, die uns in Ägypten durch die Sklaverei begleitet hat. Korech erinnert uns daran, dass wir zu Tempelzeiten mit einem Pesachopfer zusammen das Korech Matzah und Maror gegessen haben. Und erst dann, nachdem wir all diese Verschiedenheiten hatten, die uns an die verschiedenen Zeiten erinnern, an denen wir in Freiheit waren oder aus der Sklaverei in die Freiheit gezogen waren, erst jetzt können wir endlich das Abendessen genießen, so wie immer, weil jetzt haben wir wirklich schon ganz viele Teile erlebt, die uns mit dem Auszug aus Ägypten auf einer ganz anderen Ebene zusammenführen. Und auch am Ende verzichten wir nicht darauf, die Aufmerksamkeit und die Neugier der Kinder zu erwecken. Zafun ist da Fikoman, auf den die Kinder aus guter Erfahrung immer warten und sich auch wach halten. Und auch wenn es spät wird, wollen die Kinder den Afikoman. Sie wollen ihn suchen, sie wollen Geschenke kriegen. Das hält die Spannung aufrecht. Und es ist ein genialer Schachzug, den Afikoman hier mit einzubringen, um die Kinder wirklich auch mit dabei zu haben, bis oder fast bis zum Ende des Abends. Barech, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal den Afikoman verpasst hätte, weil ich zu müde gewesen wäre. Das kommt nicht vor. Barech ist dann Birkat Hamazon, das ist normalerweise Abschluss einer Mahlzeit, aber hier kommt noch das Hallel Nirza am Ende. Hallel Nirza hat einen besonderen halachischen Grund, aber auch hier Tiefe, denn eigentlich das Hallel beginnt nicht hier. Hallel ist das Loblied. Das haben wir viel früher begonnen, und zwar schon im Magid. Im Magid haben wir schon die Hälfte
Wort, die ersten zwei Kapitel vom Hallel gesagt. Und jetzt vollenden wir es nach der Mahlzeit. Denn die Mahlzeit ist nicht wie eine normale Schabbat- und Yom Tov-Mahlzeit, dass wir einfach genießen und unseren Körper an den seelischen und spirituellen Genüssen teilhaben lassen, sondern diese Mahlzeit steht ganz im Zeichen des Pesach-Opfers. Pesach war ein Opfer, das gebracht wurde zu Tempelzeiten. Und bei jedem Opfer wurde Hallel gesungen, während man das Opfer gebracht hat und so eine besondere Gottesnähe erfahren konnte, die uns heute verschlossen bleibt. Und dieses Loblied hat die Opferung begleitet. Wir wenden dasselbe Loblied an, das Hallel, während wir essen und umrahmen das Essen mit dem Hallel, halbes davor, halbes danach, um zu bezeichnen, dass dieses Essen ganz im Zeichen des Pesach-Opfers steht und uns eben mit dem Erlebnis von dem Opfer zusammenführen, zusammenbringen soll. Und auch damit ist die Mahlzeit eigentlich keine normale Yom Tov-Mahlzeit, sondern sie hat eine ganz andere Ebene, die Ebene der Opfer und der Gottesnähe, wo es uns auch hinführen soll an diesem besonderen Abend. So, damit schließen wir mal die Ausführung für heute Abend ab. Für nächste Woche werden wir also uns mehr mit dem Magid befassen. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, zuerst mal wieder teilzunehmen. Ich hoffe, wir treffen uns da wieder. Und auch wenn Sie zu Hause eine Haggadah haben, können Sie sie gerne bereitlegen und sie benutzen. Denn dann können Sie direkt aus der Haggadah, die Sie dann am Sederabend benutzen können, mitverfolgen, wie die Dinge aufgebaut sind. Und dann werden wir uns weiter mit dem Sederabend, mit der Haggadah befassen. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne noch zur Verfügung. Also, ich habe eine Frage. Ja, gerne. Und zwar, Pesach-Opfer zu essen, ist das keine Mitzwa, weil wir das nicht können? Dazu kommen wir in den folgenden Abend. Wir werden uns mit dem Pesach-Opfer noch ausführlicher befassen. Entweder nächste oder wahrscheinlich übernächste Woche. Okay. Ich habe eine Frage. Also das mit dem Kinder zum Fragen bringen. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt alles nach Agada den Text lesen, sondern wann macht man das? Irgendwie dazwischen. Ja. Immer eine Frage, wie geht man damit um? Eigentlich, wenn man die Haggadah nur einfach durchliest, den Magid, es dauert nicht mehr als Viertelstunde bis 20 Minuten. Es dauert nicht sehr lange. Was lange dauert, ist erstens, dass man erklärt, zweitens, dass man singt. Es gibt ja klassische Lieder, auf die möchte man nicht verzichten. Es gibt tatsächlich Teile vom Magid, die sind Grundkonzept, da wenn man die weglässt, dann hat man die Pflicht von Magid nicht richtig erfüllt. Und es gibt andere Teile, die könnte man weglassen oder kürzen. Das gibt es. Da kann man auch, das ist ein halachischer Unterricht, um zu verstehen, welche Teile gekürzt werden können. Aber im Grunde genommen kann man sie auch schnell lesen. Was ich auch vorschlagen würde, wenn es Kinder gibt und möchte die Kinder unterhalten, aber gleichzeitig auch den Magid lesen, dass man vielleicht einen Teil den Kindern gibt und diejenigen, die Agada lesen wollen, für sich das lesen können gleichzeitig. Da müssen die Kinder nicht bei allen Teilen von Magid zuhören, können vielleicht mit etwas beschäftigt sein, während die anderen mit dem Magid beschäftigt sind. Was ich normalerweise mache, wenn Gemeindeseder sind oder Seder mit vielen Anwesenden, dass ich das den Kindern Aufgaben zuteile und zwar auch nach Altersgruppen. Bereite ich Spiele vor oder Quiz oder Dinge, die sie dann gleichzeitig machen können. Und wenn es ihnen zu langweilig wird und nicht ausreicht, bei den Ausführungen und bei Magid mitzumachen und teilzunehmen, dann haben sie eine andere Beschäftigung gleichzeitig und zusätzlich auch natürlich immer wieder mit einbeziehen, dass sie Punkte, wo sie dann auch aktiv mit einbezogen werden. Manchmal ein kleines Schauspiel, sie etwas spielen lassen, vorspielen lassen. So können Kinder auch aktiv mit einbezogen werden, ohne dass es den Ablauf vom Haggadah oder vom Magid unbedingt stören muss.
Ich hoffe, das gibt ein paar Ansätze, die praktikabel sind, womit man umgehen kann. Sonst können Sie mich auch gerne anschreiben und ich kann Ihnen erzählen, welche Teile vom Magit wesentlicher sind, welche nicht. Aber das ist schon sehr spezifisch. Vielen Dank, Herr Rabbiner, war sehr interessant. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann wünsche ich viel Vergnügen diejenigen, die mit dem nächsten Kurs weitermachen und hoffe, dass wir uns spätestens nächste Woche wieder hier treffen werden. Shabbat Tov und alles Gute. Laila Tov. Laila Tov. Und vielen Dank.